Kai, was machst du da? Ich locke die Cops weg. Bitte, das ist mein Job. Ich habe Navarro an Bord geholt. Das ist meine Schuld. Bring Mac und Raph in Sicherheit. Ich höre den Polizeifunk ab und habe Raphs GPS-Tracker. Lass mich dir wenigstens helfen. Fahr Richtung Kanal, aber beeil dich. Die Cops riegeln den Sektor ab. Zivilfahrzeuge im Nacken. Was? Wo kommen die denn her? Sie kesseln mich ein. Die sehe ich nicht. Du musst da weg, Kai. Kai? Tyler! Was zur Hölle? Wo ist das Auto? Lina Navarro. Sie hat uns verarscht und bringt es dem Haus. Ach so. Du bist nutzlos. Viel Spaß im Knast. Obwohl... Willst du Rache? Ich auch. Ja, das wird was. Du bist das Ass, aber ich spiele die Karten aus. Was meinst du damit? Hörst du, die Cops kommen. Du gehst in den Knast, oder? Arbeitest für mich und wenn es dann soweit ist... Kriegst du, was du willst. Ist doch fair. Hab ich eine Wahl? Man hat immer eine Wahl. Steig ein. Stell dir vor, neben dir fährt ein echter Traumwagen. Was denkst du dann? Wie viel er kostet, wie schnell er beschleunigt. Ich sag dir, was ich denke. Ich sehe Potenzial, die Grenzen des Machbaren, den kurzen Moment, in dem alles auf dem Spiel steht. Ich sehe mich, wie ich gewinne. Morgen! Der Boss hätte jetzt gern sein Auto. Ja. Ja, ich bin gleich da. Zeit für etwas Spaß. Der Boss trifft sich heute mit irgendeinem hohen Tier vom Haus. Es übernimmt die Stadt Block für Block, sorgt dafür, dass sein Auto nach dem Meeting bereitsteht. Machst du Witze? Ich habe vor, ein paar Speedtrap-Zeiten zu posten. Wie oft kriege ich schon die Chance, mit WSDB 11 eine Runde zu drehen? Was hat der Boss jetzt davon, dass er Racer einstellt? Das ist Vergangenheit. Der Deal lautet, keine Rennen mehr oder mein Arsch landet im Knast. Ah, echt schade. Das Haus zahlt heutzutage gutes Geld, um Rennen zu kaufen. Man muss sich nicht mal mehr reinhängen. Und wo liegt der Sinn, wenn der Sieger schon vorher feststeht? Im Geld, Bro! Die zahlen wirklich gut.
Mal sehen, wie schnell dieses Baby ist. Mann, was für ein Gefühl. Also, was sagst du? Ich hab die Nummer von so einem Typ. Kein Interesse. Dann gebe ich mal ein bisschen Gas. Tyler, wo ist mein Wagen? Keine Sorge, Weir. Den hier stehle ich nicht. Behandelst du so deine Freunde, Tyler? Tja, kein Wunder, dass deine Crew weg ist. Du verdrehst das alles. Ich wette, sie können es kaum erwarten, von dir zu hören. Dein perfekter Coup ist schiefgelaufen und deine Crew wurde zur meistgesuchten kleinen Gang in Fortune Valley. Miller musste Kleinkriminelle rumkutschieren, um durchzukommen und es heißt, McAllister würde sogar für das Haus fahren. Und euer Mechaniker? Armer alter Ralph. Denkst du, sie werden je wieder mit dir reden? Ich bin im Moment dein einziger Freund. Du wirst deine Rache an dem Arrow kriegen und ich werde mein Auto zurückbekommen. Aber du musst Geduld haben, bis der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Ich betrachte das als Ja. Und jetzt komm her, bevor ich dich feuere. Verkauf das Casino oder wir nehmen es uns. Ach, wie nett. Hat die Fahrt Spaß gemacht? Hör zu, die Zeit ist noch nicht reif. Ich sage, wann das Spiel beginnt. 6 Monate. Steig aus. Wenn ich auch nur einen Kratzer finde, dann fährst du nur noch den Müllwagen. Wir sehen uns morgen, Hardshot. Okay, Ty. Ab nach Hause. Ich muss nur schnell nach Hause, dann komme ich aus diesen albernen Klamotten raus. Tyler? Hey, schlechte Neuigkeiten, Bro. Der Boss küsst dir den Lohn. Er hat an dem F-Teil von gestern einen Kratzer entdeckt. Was? Ich hab den nicht verbeult. Hey, ich mach die Regeln nicht. Hör zu, Mann, du musst mir helfen. Ich bin mit der Miete im Rückstand. Hey, hey, glaubst du, ich schwimme in Geld? Hab ich vielleicht ein Porsche-Logo am Arsch? Das ist dein Mist, Bro. Tut mir leid. Hallo, Racer. Ich bin eure Hüterin. Und ihr hört die Stimme der Straße. Live aus der Wildnis von Fortune Valley. Die Straßen rufen nach euch.
Sie sind gerade voller erschöpfter Pendler. Aber ihr steckt nicht in der Tretmühle, oder? Ihr seid Racer. Wer von euch kann diese Stadt zähmen? Wer von euch ist dem Rausch gewachsen? Hast du das Zeug dazu? Im Rausch der Geschwindigkeit. Der Outlaws Rush kommt nach Fortune Valley. Nur die Besten der Besten können ihn fahren. Nur der Beste wird ihn gewinnen. Bist du es? Der Outlaws Rush? Ja, schon klar. So geht das nicht weiter. Statt mir Navarro vorzuknöpfen, verschwende ich meine Zeit mit dem Gambler. Ty hier, wegen dieser Straßenrennen. Gib mir die Nummer. Also, ich habe gehört, ein Möchtegern-Racer will für das Haus fahren? Richtig. Sag mir einfach wann und wo. Wow, nicht so schnell. Denkst du, das Haus heuert jeden an? Du musst dich erst beweisen. Zeig mir bei ein paar Rennen in der Stadt, was du kannst. Dann kriegst du deine Chance.